Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 17. April 2019. Heute ist Portaltag. Was bedeutet das überhaupt? Die Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Die Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und auch die kosmischen Einflüsse. Es war damals eine Hochkultur und sie haben ein ganz präzise Kalendersystem ausgearbeitet. Nicht nur die Mayas, das haben die Ägypter auch getan und die Chinesen haben auch diese Kalendersysteme. Und Portaltag bedeutet, dass dieser Kalender, dieser Maya-Kalender berücksichtigt nicht nur die Bewegung, die Planeten, auch unserem Planet Erde um die Sonne und natürlich auch die Mondbewegung, sondern sie beobachteten auch, dass die Sonne, unserem Sonnensystem, auch eine gewisse Bewegung hat. Unserem Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Und ein platonischer Monat dauert etwa 2000 Jahre. Und wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. Das hat Jahr 2012 begonnen. Vorher waren wir im Fischenzeitalter. Und wenn die Wassermann-Zeitalter zum Ende geht, das passiert dann etwa Jahr 4000, das erleben wir gar nicht, dann beginnt die Steinbock-Zeitalter. Und weil das auch berücksichtigt wird, dass die Sonne auch eine gewisse Bewegung hat, durch diesen platonischen Jahr um eine zentrale Sonne. Und diese zentrale Sonne heißt Alkyone. Alkyone gehört zum Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Töchter von Atlas. Und sie weinen nach ihrem Bruder. Ihren Bruder ist in einen Brunnen gefallen. Und ich vermute, das ist nur Vermutung von mir, dass dieser gefallene Bruder ist nichts anderes als unserem Sonnensystem oder unserem Sonne. Unserem Sonne ist auch männlich, die Sonnenkraft ist männlich, Mondenergie ist weiblich. Das würde passen, aber ich betone noch einmal, das ist nur meine Vermutung. Und wenn wir diese Geschichte betrachten, in die Brunnen fallen, dann fällt mir immer wieder ein das Märchen von Frau Holle. Und es ist nicht nur das Brunnen ist ein Symbol dafür, sondern auch die Hyaden kommen noch dazu, die Plejaden und die Hyaden. Die Hyaden sind auch Geschwister, auch Töchter von Atlas. Und die beiden bilden eine Tor, genau, das goldene Tor der Ekliptik. Das, was die Hyaden und Plejaden sich bilden. Und der bekannteste Stern ist Alkyone. Alkyone ist diese Zentralsonne. Und wenn ein Portaltag ist, dann bewegt sich alles so, dass unserem Sonnensystem oder unserem Planet Erde hat einen direkten Einfluss von Alkyone. Oder ich könnte sagen, Alkyone bestrahlt unserem Sonnensystem.
Und das ist eine feinstoffliche Energiefeld. Und das hat auch was mit Göttliches etwas zu tun. Öffnet sich die Tor zum göttlichen Energie oder öffnet sich ein neuer Weg zum Spiritualität. Und das, was wir auch spüren, und ich sehe da großartige Möglichkeiten, in diese Richtung was bewegen, für einsetzen für das Göttliche in einer spirituellen Richtung, im Bereich Spiritualität zum Arbeiten. Die Portaltagen sind Monat April. 5. April war ein Portaltag, 12. April, dann 17. April, 20. April, das ist mein Geburtstag, und 25. April. Es sind aber noch wichtige Tage nach Maya-Kalender, weil das spüren wir auch sehr intensiv. Und das ist auch ein Kalender, ein Mondkalender, was das ausdrückt. Es gibt verschiedene Kalendersysteme. Und diese Mondenergie, diese intensive Mondenergie war spürbar am 5. April, am 8. April, 13. April, 16. April und wird noch sein am 24. April. Im Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang und wir befinden uns in 10. Welle. Und das dauert bis 19. April. Und welche Themen haben wir in dieser Zeit, in diesen 10. Welle? Wir bekommen Erkenntnisse. Etwas klärt sich auf. Wir begegnen mit Licht und Schatten. Und diese Schattenseite wird geklärt. Auch negativen Emotionen werden aufgelöst. Bekommen wir Erkenntnisse, weil das wird gespiegelt. Und dann verspüren wir unsere Kraft, unsere inneren Kraft und werden wir die Probleme lösen, Hindernisse aus dem Weg räumen, etwas aufklären. Und dann werden wir auch beschreiben, was wir genau brauchen und welche Bedürfnisse wir haben. Heute ist die 11. Tag in dieser 10. Welle und die Zahl 11 wurde so gezeichnet und bedeutet eine feinstoffliche Schwingung. Die Zahl 11 ist ein Meisterzahl und zeigt gerade die Energie, dass wir etwas gemeistert haben oder sind wir Meister in unserem Leben. Und bei diesem Schwingung, was wir heute haben, berühren wir diese feinstoffliche Energie und die schwere Energie wird aufgelöst. Wir kommen zur Leichtigkeit. Die heutige Kraftfeld zeigt Lamat. Lamat symbolisiert die Venus-Energie. Genau so kann man auch beschreiben, alles was schön ist, aber steht auch zum Liebe. Liebe, Harmonie, Kunst, Kreativität und Schönheit. Und das ist die Kraftfeld, ist eine weibliche Energie natürlich, aber Lamat symbolisiert nicht nur diesen Venus-Einfluss, Venus-Energie, sondern das Sternenhimmel und bringt auch Glück, also eine glückliche Energie, was wir heute haben. Dann natürlich die Mondeinfluss und das steht heute zu Ish. Das ist das Symbol dafür, ein Magier. Ich ist ein Magier und das ist im Mysterium und steht in Verbindung zum heilenden Mutter Erde, Erdeelement, Erdeenergie, die Kraft der Erde, die heilende Kraft der Erde und das ist auch der Kraft der Schamanen. Und hier bei dieser Zahl 11, bei diesem feinstoffliche Energie und in diesem Portaltag ist ein Wechsel in einen anderen Ebenen, in einen feinstofflichen Ebenen und das Schwere wird gerade
aufgelöst. Und das war die Botschaft aus der Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.